So, kommen wir zu einem weniger heiklen Thema. Kommen wir zu den Islamistenpsychopathen aus Paris. Angeblich hat sich Mohammed wieder mal beleidigt gefühlt durch Cartoons. Ich verstehe es nicht, Leute. Es scheint immer noch nicht allen klar zu sein. Mit Satire sollte man umgehen wie mit der eigenen Familie. Entweder man ignoriert sie oder man lacht drüber. Ja? Es ist doch so einfach. Und jeder Mensch, der ernsthaft denkt, sein Glaube würde es ihm gebieten, einen anderen Menschen zu töten, wurde möglicherweise deutlich zu weit oben beschnitten. Natürlich waren die Anschläge von Paris Wasser auf die Mühlen von Pegida, Legida, Gögida, Dügida, Bagida und so weiter. Kein Zweifel, die Bundesliga ist zurück aus der Winterpause. Dresden scheinbar uneinholbar vorn. Leipzig holt so ein bisschen auf. Ne? Es ist 25.000 Leute sind da in der Stadt unterwegs, wenn es stattfindet. Ja, 25.000 Leute ist schon viel in Dresden. Ich glaube, das letzte Mal, dass in der Stadt so viel los war, das war, ja doch, ich glaube, als nach der Wende das erste Mal der Beate-Use-Bus in die Stadt kam. Jetzt, gestern. Gestern die große Überraschung. Gestern ist Pegida-Organisator Bachmann zurückgetreten. Unter anderem wegen dieses Fotos hier. Ja, es müssen sich wirklich dramatische Szenen abgespielt haben im Pegida-Hauptquartier. Herr Bachmann, da ist ein Foto von Ihnen auf diesem Facebook aufgetaucht. Dieses Facebook! Man wird ja wohl noch einen Scherz machen dürfen. Bleibt denn in diesen nationalsozialen Netzwerken gar nicht privat? Okay, heute Abend um 6.15 Uhr wird zurückgetreten. Och, Frau Oertel, dann machen wir den Abendspaziergang immer alleine. Ja, dramatische Szenen. Aber damit die Stimmung bei der Pegida in diesen Tagen nicht zu sehr in den Keller geht, hier ein kleines, aufmunterndes Lied von uns. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ach, du bist das Volk, na dann? Man fand sie irgendwo, in Dresden oder so. Pegida, Pegida. Plakat in der Hand, so retten sie das Abendland. Na, ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird. Da sind schon mal zwei, drei Hooligans dabei. Pegida, Pegida. Nehmt euch doch heute ein kleines bisschen Zeit für Fremdenfeindlichkeit. Das sind Schmarotzer, sind das. Wir sehen euch an, ihr seid echt tolerant, die Herzen voller Liebe. Mit solchen Volksschädlingen wollen wir nichts zu tun haben. Die AfDler brauchen neue Wähler, die finden sie bei euch. Dummerweise war der Chef von Pegida ein Dealer. Aber egal, es weiß doch jedes Kind, dass Moslems schlimmer sind. Der Koran ist gleichzusetzen mit dem Hitlers Mein Kampf. Populisten herbei, NPD findet's geil. Haut der Presse eins rein. Lügenpresse! Trotzdem wollt ihr gern Charlie sein. Deutsche Leitkultur garantiert uns nur Pegida. Erkannt, der böse Asylant macht uns alle krank. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit. Was? Bazillen auch noch? Dann nehmen uns die Bazillen die Arbeitsplätze weg und unsere Frauen. Und die beantragen alle Hartz IV, die Bazillen, und tragen bestimmt alle Burka. Ach nö!